Es ist schon wieder so weit, ich bin schon wieder ganz alleine im Wald. Und guck mal hier. Hier vorne ist eine Zecke. Das sieht schon mal gut aus. Ich werde heute mit Sicherheit ganz viele Zecken bekommen. Die Zecken müssen weg. Und wie einige es bestimmt mitbekommen haben, wurde 5 gegen Willi Staffel 2 von Urlaub Entertainments angekündigt. Falls ihr noch nicht wisst, was das ist, Staffel 1 habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Und die Frage ist, bin ich als Teilnehmer dabei? Einige wissen es bereits, aber für die, die es noch nicht wissen, ich werde euch das am Ende des Videos irgendwann verraten. Extra, damit ihr das Video komplett durchschaut. Genau, weil ich will das so. Die Videos müssen zu Ende geschaut werden, das ist wichtig. Und darauf werde ich jetzt 24 Stunden nur mit den Inhalten, die in diesem Fanpaket drin ist, das ist ein Fanpaket von Derbo, Grüße gehen raus, überleben. Und diesen Selbstversuch, das mache ich nur einmalig. Also schickt mir keine Zuschauerpakete mit der Aufforderung, dass ich mit den Inhalten 24 Stunden überleben muss. Und ich habe absolut keine Ahnung, was hier drin ist. Das werde ich jetzt erstmal öffnen. Und das war im Voraus bereits abgesprochen, dass in dieser 24-Stunden-Challenge ich noch eine 1,5-Liter-Flasche zusätzlich mitnehmen konnte und ein Messer meiner Wahl. In diesem Fall habe ich mein Urin-Test V1-Messer dabei. Und genau, ich bin ganz gespannt drauf, was hier drin ist. So eine Luftdinger zum das hier machen. Und genau, hier ist ein Zettel. Es ist soweit, der Erzfall ist eingetroffen. Du schaffst das gerade noch, das Survival Kit von Derbo, ein Messer deiner Wahl und 1,5 Liter Wasser einzupacken und in die Wildnis zu flüchten. In 24 Stunden dürfte der Spuk vorbei sein. PS als Bonus-Challenge, baue eine Fackel. Okay, hier ist eine Plane, das ist sehr gut. Oder es ist, glaube ich, ein Müllsack. Jawohl, Müllsack ist sehr gut. Ja, genau, ein Schwerlastmüllsack. Das ist richtig gut. Okay, hier ist irgendwie eine Tüte Reis. Ein Brühwürfel, ca. 250 ml Wasser. Eine Dose Goldmais, das ist sehr lecker. Goldmais esse ich gerne. Eine Rettungsdecke, damit kann ich mein Shelter bauen. Taschentücher, das hört sich sehr gut an. Extra, damit ich keine Naturpapiere benutzen muss, wenn ich mein Mittagessen ausscheiden muss. Also falls ich es ausscheiden sollte, meinte ich. Freihändig natürlich. Eine Kerze, aber hier ist kein Docht drin. Das ist voll scheiße. In dieser Kerze ist kein Docht drin. Ein kleiner Minimalfeuerstahl, das ist für die Fackel notwendig. Das sieht aus wie so ein Zunder. Bisschen Schnur. Das ist gut, um jetzt zum Beispiel diese Rettungsdecke zu spannen. Hier ist ein Gummihandschuh. Hier ist noch ein Gummihandschuh. Ein Magnesium mit B12 und D3. Ist auf jeden Fall auch gut für die Energie. Noch ein Zunder. Ein Opinel-Messer. Ein benutzter Opinel-Messer. Jawohl. Ein Thunfisch. Thunfisch ist geil. Oh ja, hier ist ein Bier drin. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich meinen Bierkonsum deutlich runter reduziert habe. Aber das heißt jetzt nicht direkt, dass ich komplett darauf verzichte. Von daher werde ich das später genießen. An Kleidung habe ich das an, was ich typischerweise im Sommer anhabe. Und zwar meine Cappy mit Sonnenbrille, Tanktop, Hose mit Gürtel, natürlich kurze Hose, Boxershorts und Socken und Schuhe. Als Oberteil habe ich diese 3 Pullovers dabei. Und ja, für kältere Sommernächte habe ich immer 2 bis 3 Pullovers dabei. Vor allem, weil ich heute ohne Schlafsack schlafe. Und ohne Schlafsack ist der Schlafkomfort richtig beschissen. Wer ohne Schlafsack schon mal im Wald geschlafen hat, der weiß, wie kalt das werden kann. Deswegen diese 3 Pullovers. Dann natürlich ein Plastikbeutel mit meiner Technik drin. Da sind Powerbanks, Kabel und hier Ersatzspeicherkarten. Filmleuchte, Kopflampe und noch eine Lampe drin. Und als Zusatz habe ich das hier dabei. Ich packe es mal aus. Und zwar das Ding. Das ist eine Campingleuchte und ein Mückenschutzgerät zugleich. Ich dachte, das Ding hier als Zusatz mitzunehmen, weil es schon ziemlich mückerig und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Und es fängt an zu regnen. Ich muss mich unter einen Baum stellen. Ganz schnell. Und zwar nochmal zu diesem Ding hier. Das ist eine Campinglaterne und Mückenschutz zugleich. Also hier vorne sind so eine Dinger drin. Ich hole mal davon einen raus. Genau, sowas hier, so eine Plättchen. Den hier packt man dann hier rein. Also den steckt man hier rein. Und dann macht man den an. Und genau, dieser Plättchen, der wird heiß. Und dann kommt so eine Duftmarke. Und das mögen die Mücken nicht. Genau, das will ich jetzt ausprobieren. Wie ihr mich kennt, würde ich das natürlich auch ohne Mückenschutz machen. Aber ich dachte, ich mache die Produktplatzierung genau jetzt. Und das ist auch mein erster Praxistest. Ich werde sehr gespannt sein, wie gut das den Mücken vertreibt. Weil ich wurde schon ein paar Mal gestochen heute. Und Mücken nerven. Mücken sind richtig scheiße. Die müssen weg. So, ich werde jetzt meinen Rucksack mit Kabelbinder in diesen Packsack hier plombieren. Inklusive mein Handy, damit ich bloß in den nächsten 24 Stunden aus dem Internet verschwinde. Wir haben jetzt 17:08 Uhr.
Und ich werde einmal den Wecker stellen. Genau, ich glaube, ich werde den einfach um 17 Uhr stellen. Das wird schon passen. Extra, damit ich weiß, wann die 24 Stunden rum sind. Genau, deswegen stelle ich den und lasse diesen Handy die ganze Zeit an. Das Handy packe ich jetzt hier rein. Ja, genau. Und jetzt mit diesem Kabelbinder, ich habe zwei Stück dabei, das werde ich jetzt zumachen, damit ich bloß keinen Zugriff darauf habe. Genau, den zweiten auch noch. Genau. Ich hab's verplombt. Die 24-Stunden-Challenge startet jetzt. Wenn der Wecker klingelt, will ich sowieso noch 10 Minuten hier chillen. Genau, damit die 24 Stunden komplett sind. Aber genau, jetzt werden die 24 Stunden gemacht. Das mit dem verplombten Packsack, das ist genau so ein Feeling wie mein 7 vs. Wild 7 Tage Selbstversuch, den ich für meinen Kanal dokumentiert habe. Und den ich komplett ohne Gegenstände gemacht habe. Da habe ich auch mein Handy 7 Tage lang eingeschlossen. Ich werde euch meinen Selbstversuch im Abspann verlinken. Den solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. So, der Regen hat abgeklungen und ich glaube, ich werde jetzt mein Dach genau hier drauf machen. Auf dem Baum. Ich glaube, ich mache Folgendes. Ich nehme diesen Paracord und verbinde diesen Ast mit genau diesem Ast, sodass das so ein bisschen zusammengeht. Und da oben drauf, da lege ich dann diese Rettungsdecke drauf. Genau, damit ich so ein Dach habe und trotzdem drunter stehen kann, unter diesem Baum. Genau, ich glaube, genau so mache ich das. Das wird jetzt so richtig geil sein, wenn das fertig aufgebaut ist. Ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt, dass ich mich hier drunter stellen kann und später dann hier drunter pennen kann, falls es regnen sollte. Aber das hier ist nicht komplett winddicht. Wenn da so ein bisschen Wind kommt, dann ist das weg. Deswegen werde ich jetzt ein paar Äste holen und das hier ein bisschen stabilisieren. Ich werde jetzt zum Äste sammeln diese Handschuhe hier anziehen, damit meine Finger hier nicht dreckig werden. Prüfen, wann die kaputt gehen. Jawohl, die Äste sind drauf, damit das hier stabil ist, damit das hier nicht sofort direkt wegweht, wenn hier so ein kleiner Windstoß kommt. Und diese Ecke hier vorne, die fixiere ich nochmal hier auf diesen Ast drauf. Jawohl, der ist dran, noch ein bisschen so zur Seite. Ja, scheiße, der ist abgegangen, der ist voll scheiße. So, ich habe das doch ein bisschen anders gelöst, und zwar ich habe diesen Ast hier genommen. Und den hier dran gespannt, also hier drauf gelegt. Und genauso wie auf diesen Ast, damit diese Ecke hier ein bisschen gehalten wird. Aber dafür ist diese Ecke hier eingerissen. Das ist voll scheiße. Jetzt habe ich hier ein Loch. Und das heißt, wenn es regnet, dann würde ich ganz viel Wasser auf den Kopf gespritzt bekommen. Das ist voll scheiße. Und guck mal hier, direkt an diesen Baum. Hier ist eine fette Hornisse. Und guck mal. Hier fliegt die ganze Zeit so eine richtig fette Hornisse hier lang. Der hat einen richtig, richtig fetten Stachel gehabt, aber so einen richtig langen. Der sieht auf jeden Fall anders aus wie andere Hornissen. Und guck mal hier, ich habe das Ding hier an. Und ich merke auf jeden Fall, dass hier deutlich weniger Mücken sind. Vorhin haben die nämlich so ein bisschen gestochen, das ist voll scheiße. Genau, guck mal hier, hier ist eine Spur, hier hat mich eine Mücke angegriffen. Aber das war bevor ich das hier angemacht habe. Seitdem ich das hier gemacht habe, hat mich, glaube ich, keine Mücke mehr angegriffen. Hier vorne schon wieder eine Zecke, die versucht mich zu beißen. Also der versucht eine Stelle zu finden, die wieder mal mich beißen kann. Aber nee, nicht mit mir. Zecke muss weg. Zecken müssen richtig weg, ich mag keine Zecken. Aber ich werde heute safe von ganz vielen Zecken aufgegessen. Aber erstmal werde ich jetzt hier so ein bisschen rumchillen und ganz entspannt das Bierchen genießen. Swolle Bier. Oh ja, das schmeckt. Das schmeckt gut. Es ist genüsslich. Ich glaube, ich chille hier ganz entspannt die nächste Stunde und genieße ein bisschen die Natur. Es ist schön ruhig hier. Genauso mache ich das. Ich habe gerade hier diesen Holzstück hier gefunden und ich werde mir daraus so einen kleinen Löffel schnitzen. Für das Mais, genau. Damit ich Mais essen kann.
Und ich habe von weitem Donner gehört. Das heißt, es könnte gleich gewittern. Ich hoffe, dass dieser Gewitter vorbeizieht, weil nicht, dass es genauso sein wird wie diese eine Nacht, wo ich bei heftigen Gewitter hier in diesem Wald, das war übrigens der gleiche Wald, hier total gefangen war. Ganz alleine. Ich blende euch mal eine kurze Szene ein. Das Gewitter wird immer heftiger. Und dieser Regen, der spritzt hierher. Ich wünschte, ich hätte diesen Tab andersrum aufgespannt. Dass ich da irgendwie Wand habe. Aber der ganze Regen, der kommt hierher. Das ist voll scheiße. Da ist Tropfen vom Kopf drauf und so. Der Regen muss weg. Das ist richtiger Starkregen. Mit ganz viel Blitzen und sowas. Dieser Gewitter muss weg. Eieieiei. Der kommt immer näher. Das ist kein gutes Wetter zum Biwakieren. Ich glaube, ich habe noch nie so ein heftiges Gewitter hier in Deutschland erlebt, wie jetzt gerade. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Das will einfach nicht aufhören. Das geht die ganze Zeit so. Ja, genau. Das war auf jeden Fall eine Nacht gewesen, die nicht langweilig war. Wobei, mir ist nie langweilig. Ich kenne Langeweile gar nicht. Auch ohne Handy ist mir nie langweilig. Das ist eine Männlichkeitseigenschaft. Nicht so wie diese ganzen modernen Leute hier, die ohne Handy gar nicht können. So, ich habe hier meinen Löffel so ein bisschen geschnitzt. Damit werde ich jetzt gleich Mais essen. Aber ich schaue noch einmal kurz, wie das Wetter wird, weil guck mal, da ganz hinten, also ihr seht das nicht, aber ich sehe das. Aber da drüben, das sieht so aus, als wenn gleich Regen kommen könnte. Ah, scheiße. Guck mal hier, es fängt schon wieder an zu regnen. Das ist voll scheiße. Der Regen muss weg. Nee. Jetzt mal gucken, ob das hier mich hält, ey. Dieser Regen. Guck mal, wie das da hinten so regnet. Es regnet in totalen Strömen. Voll scheiße. Und ich bekomme auf jeden Fall so ein paar Tropfen ab. Wenn gleich dieser Baum hier nass ist, dann tropft das auch noch von den Blättern und so weiter runter. Das heißt, das würde mich ein bisschen feucht machen. Das sind meine ganzen Sachen hier nass. Ich habe den Shelter richtig beschissen gemacht. Da ist viel zu wenig Trockenfläche. Hätte ich das bloß irgendwie anders gemacht. Jetzt muss ich den Regen abwarten. Der Regen muss weg. Da ist zu wenig Fläche. Na toll. Guck mal hier. Ich habe einmal so gemacht. Ach du Scheiße. Oje, das Gewitter ist direkt über mir. Hat diesen Donner gehört? Der ist direkt über mir. Und hier sammelt sich Wasser. Voll das Scheißwetter. Das Wetter muss weg. Es soll aufhören zu regnen. So, der Regen ist weg. Es tropft nur noch von den Bäumen. Das ging, glaube ich, 20 Minuten oder so. Ich werde jetzt ein bisschen Nassholz suchen gehen. Und dieses Nassholz versuche ich anzuzünden. Genau. Ich werde daraus Feuer machen. Oh, scheiße. Dieser Einweghandschuh ist gerissen. Jetzt kann ich den nicht mehr benutzen. Das ist voll scheiße. Den wollte ich zum Holzsammeln benutzen. Also nochmal benutzen. Aber weil ich den ganz kurz vorhin angehabt hatte, kriege ich den gar nicht mehr vernünftig an. Und der ist jetzt gerissen. Das ist voll scheiße. Ich habe ein bisschen Holz gefunden. Ich werde das ein bisschen klein machen. So, ein bisschen Waldboden wegmachen für die Sicherheit. So, jetzt versuche ich Feuer zu zünden. Erstmal hier mit Birkenrinde. So, ein bisschen Späne machen. Jetzt zünden. Jawohl, das sieht gut aus. Ich hab's anbekommen. Es brennt. Obwohl das alles richtig Nassholz ist von diesem ganzen Regen. Das Holz war richtig nass. Also das ist die ganze Zeit so richtig nass. Ich werde jetzt noch mehr Nassholz suchen gehen und das ein bisschen aufstapeln, dass es ein bisschen besser brennt. So, währenddessen dieses Feuer hier vernünftig brennt, werde ich jetzt dieses Mais hier genießen. Und das ist ein ganz gechilltes Feuer hier. Ich glaube, ich werde die Fackel morgen bauen, weil ich muss ja bis 17 Uhr hier bleiben, um die 24 Stunden durchzukriegen.
Weil bei mir bedeutet 24 Stunden gleich 24 Stunden. Wenn Zeitangabe, dann muss alles echt sein. Da muss alles richtig ernst genommen werden. Und nicht so wie manche andere YouTuber, die 24 Stunden in den Titel reinschreiben, aber das keine 24 Stunden sind, weil sie abends anfangen und morgens schon wieder abbauen und aufhören. Genau. Das ist voll scheiße. Wenn bei mir 24 Stunden, dann sind das echte 24 Stunden. Also bis zum bitteren Ende. Bis auf die letzte Minute, genau. So lange muss ich hier bleiben. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ich habe vorhin ein Reh hier rumschreien gehört. Das hat sich wieder voll cool angehört. Ich bin ganz gespannt drauf, ob die heute Nacht hier rumschreien. Das sind die Rehe. So, ich habe hier vorne ein vernünftiges Glutbett und ich werde jetzt hier diese Dose Mais, die habe ich leer gegessen. Die werde ich als Kochtopf benutzen, damit ich Wasser kochen kann für Reis. Genau. Aber ich bin ganz gespannt drauf, wie viel Beschichtung rauskommt. Oder ob das beschichtet ist oder so. Und diese Beschichtung, die schmeckt voll giftig und künstlich, genau. Ich bin ganz gespannt drauf, wie das schmeckt. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen Wasser kochen. Und eine Tüte Reis werde ich auch direkt reinmachen. Genau. Ich bin gespannt, ob das hier klappt. Das habe ich so noch nie gemacht. Falls das hier wegbrennen sollte, diese Tüte Reis, dann ist das so. Aber falls nicht, dann gibt es gleich warmes Essen. Und in der Zwischenzeit, solange das hier noch nicht fertig ist, werde ich erstmal diese Bierdose hier aufschneiden. Jawohl, das wird mein Teller sein. Ich habe meinen Teller fertig gebogen. Hier wird gleich Reis drauf gegessen. Guck mal hier, der Reis, der kocht so langsam. Da kommen Blasen raus. Das funktioniert. Das ist richtig gut. Das dauert nicht mehr lange, bis ich den essen kann. Jawohl. Wobei, außer dass es so ein bisschen nach Popcorn riecht, riecht es eigentlich ganz gut. Also nicht so giftig beschichtet oder so. Ja gut, dann hätte ich doch eine Brühe hier drauf machen können, aber egal, ich verzichte drauf. Und esse den Reis mit Thunfisch ohne Brühe. Ich glaube, so mache ich das. Da habe ich so ein bisschen mehr zu trinken dabei. Weil Trinken ist wichtiger als Brühe. Jawohl. Oh ja, das schmeckt echt gut. Schmeckt richtig gut. Richtig gutes Abendbrot. So, ich habe gerade ganz genüsslich aufgegessen und ich habe die Dosen mit hineingeschmissen. Mir war auf jeden Fall wichtig, dass die Thunfischdose verbrennt, weil die Thunfischdose, das zieht Wölfe an. Weil guck mal hier. Hier vorne ist alles dieser dunkle Wald. Und das könnte gut sein, wenn ich das stehen lasse, dass ganz plötzlich ein Wolf hier vorne steht oder so. Das ist mir schon mal passiert. Das ist mir schon zweimal passiert, dass der Wolf plötzlich vor mir stand. Nur weil der das Essen gerochen hat. Ja genau, normalerweise sind Wölfe nur neugierig und gucken nur. Aber wenn das ein Problemwolf ist, dann ist scheiße. Dann ist große Scheiße. Und genau, das will ich nicht riskieren. Deswegen habe ich die Thunfischdose mit verbrannt. Also zumindest wollte ich unbedingt, dass die Thunfischbrotdose hier verbrennt. Genau. Hier vorne brennt die rum. Ja, ja. Das ist entspannt und chillig. Und das wärmt schön. Aber keine Sorge, ich werde schon aufpassen. Ich werde nicht einpennen, wenn das Feuer noch an ist. Ich bin noch gar nicht müde, noch lange nicht. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie spät wir es haben. Aber ich schätze, wir haben bestimmt so gegen Mitternacht. Ich freue mich, dass dieser Müllsack drin war. Weil ohne diesen Müllsack wäre das richtig unkomfortabel. Das wäre richtig beschissen. Mit Müllsack ist viel besser. Ohne Müllsack, da hätte ich bestimmt richtig viele Zecken am Sack. So wie schon viel zu oft. Ich habe schon sehr oft Zecken auf dem Sack gehabt. Und das hier hindert das dabei. Also nicht zu 100%, aber das ist besser so. Und das ist angenehmer für die Beine.
So ist besser mit Müllsack. Gut, dass der drin ist. Aber zwei Müllsäcke wären besser, damit ich das hier auch über den Kopf ziehen kann. Aber mit Feuer lässt sich aushalten. Guten Morgen, nächster Tag ist angebrochen. Und guck mal hier. Da drüben das Feuer, das ist aus. Und bevor das Feuer aus war, war das angenehm gewesen. Aber sobald das ausging, wurde es total kalt. Ich musste alle drei Pullovers anziehen. Das war richtig unangenehm kalt. Also ich hatte zwar nicht extrem gefroren oder so, aber trotzdem war das extrem unangenehm kalt. Ich konnte kaum schlafen. Deswegen werde ich gleich noch ein bisschen Schlaf nachholen. So, ich habe ein paar Stunden Schlaf nachgeholt und weil ich habe ein paar Stunden Schlaf nachgeholt und ich vermute, dass wir es so gegen Mittag haben, könnte ich mir so ungefähr einschätzen, weil die Sonne ist irgendwie ziemlich weit oben, aber die sieht man kaum, das ist voll scheiße, das ist den ganzen Tag bewölkt, das ist richtig bewölkt den ganzen Tag und gefühlt 10 Grad kälter wie gestern, das ist voll das Pulloverwetter, das ist voll das Scheißwetter. Ich mag dieses Wetter hier gar nicht. Ich hab gehofft, dass wir es das so wie gestern hatten, dass man hier, dass man Sonnenstrahlen bekommt und sowas. Aber heute ist gefühlt 10 Grad kälter, das ist voll scheiße. Naja gut, bei Uhrzeit habe ich keine Ahnung, wie spät wir es haben, weil ich habe hier alles verplombt, also Uhrzeit inklusive auf dem Handy, also Uhrhandy genau, das habe ich hier eingeschlossen. Und deswegen muss ich schätzen. Und ich schätze mal, dass wir so ungefähr Mittag haben. Ich werde jetzt mal eine Feuerstelle zubuddeln und danach werde ich nach einem Ast suchen gehen und daraus eine Fackel bauen. Genau, das werde ich jetzt machen. So, ich habe die Feuerstelle zugebuddelt und man sieht absolut gar nichts, als ob hier nie was passiert ist. Genau, hier habe ich Feuer gemacht. So, ich habe hier einen Ast gefunden und ich glaube, mit diesem Ast werde ich jetzt hier die Fackel bauen. Keine Ahnung warum, aber ich habe das hier ein bisschen abgeschält. Die Spitze, die vordere Spitze. Jetzt will ich hier ein Kreuz reinhämmern. Obwohl, bevor ich den hier weitermache, werde ich den hier ein bisschen zerkleinern. Weil ich finde den ein bisschen zu lang. Ich habe keinen Bock auf zu lang. Genau. Ich werde den ein bisschen verkleinern, diesen Ast. Genau. Ich habe den zerkleinert. Jetzt kann ich den hier weitermachen. So, das genügt. Genau. Jetzt werde ich Birkenrinde sammeln gehen. Also tödliche Birkenrinde und das hier dazwischen stopfen. Genau, das mache ich jetzt. Ich habe hier vorne einen tödlichen Birkenbaum gefunden. Und das ist genau der Birkenbaum, den ich gestern für den Zunder gefunden habe. Genau. Ich habe hier so bereits ein bisschen Birkenrinde für gestern gemacht, für das Lagerfeuer. Genau. Als davon werde ich doch mal noch ein bisschen mehr rausschälen. Und ich merke gerade, dass zum ersten Mal die Sonne rauskommt. Das ist richtig gut. Das wird warm. Endlich. Das wurde aber höchste Zeit. Jawohl. Das ist ein schönes Stück. Jawohl. Das ist ein richtig schönes Stück. Und ach so, dieser Birkenbaum. Das ist ein guter Zunder. Das ist der beste Zunder überhaupt. Also natürlicher Zunder, meinte ich. Genau, das hat diese Öle, die hier so verbrennen. Das ist ölverseucht, dieser Holz. Deswegen brennt das so gut. Deswegen kann ich das hier sehr gut empfehlen. Und das hier wird auch mein für die Fackel beitragen. Genau. Naja, es ist nicht perfekt, aber egal. Ich probiere es mal aus. Prüfen, ob das klappt. Ich mache folgendes. Ich werde hier so ein bisschen Späne draus schaben und dann werde ich das hier anzünden und dann von dem hier das hier anzünden. Genau, so mache ich das. Genau. Hier ist ein bisschen Späne. Das werde ich jetzt anzünden. Jawohl, das brennt schon. Jetzt versuche ich das hier anzuzünden. Ja, scheiße, ist ausgegangen. Muss ich nochmal machen.
Nein, scheiße. Das Ding hier ist abgebrochen. Es ist komplett durchgebrochen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Fackel hinbekomme. Aber ich gebe doch nicht auf. Ich werde es mit diesem kleinen Stück hier probieren. Prüfen, ob ich das schaffe, das noch anzukriegen oder nicht. Aber genau, ich probiere es noch. Und ich glaube so, ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Keine Ahnung. Mit dem kleinen... Scheiße. Ja. Funktioniert zwar beschissener, aber vielleicht könnte es klappen mit so klein. Mal gucken. Ich gebe noch nicht auf. Ja. Aha. Darf das nicht ausgehen? Ah, scheiße. Puh. Mein Gott, warum geht denn das aus? Aber es hat kurz geklappt. Ich glaube, ich probiere es mit diesem Zunder hier von der Bo. Genau. Vielleicht klappt das damit besser. Aha. Aha, das sieht gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das mit diesem abgebrochenen Feuerstahl hinbekommen habe. Das war so ein ganz kleiner Minimalstückchen gewesen. Ja, genau, es brennt richtig gut. Ich glaube, ich habe die Challenge bestanden. Der brennt jetzt schon mittlerweile 5 Minuten. Das ist richtig gut. Mittlerweile brennt er jetzt schon 8 Minuten. Okay, so langsam ist er kurz davor auszugehen und wir sind jetzt bei 9 Minuten. Okay. Jetzt ist er aus. 9,5 Minuten, also fast 10 Minuten. Fast 10 Minuten hat die Fackel gebrannt. Aber ich glaube, ich bin trotzdem zufrieden, weil das ist meine erste Fackel mit Naturmaterialien. Genau. Ich habe noch nie eine Fackel mit Naturmaterialien gebaut. Auch nicht mit Birkenbäumen. Obwohl, der fängt schon wieder an zu brennen. So ein kleines bisschen, aber der geht auch wieder aus. Ja, genau. Ja, also 10 Minuten hat es gebrannt. Also benutzbar, wenn man nicht länger mit 10 Minuten an der Höhle erforscht. Oder ich wäre ein Höhlenforscher. Leute, das gefährlichste Tier in Deutschland hat mich angegriffen. Guck mal hier. Der beißt noch. Der versucht mich zu fressen. Genau, dieser Punkt hier vorne. Seht ihr das? Genau, ich musste mit meinen Fingern, mit meinen dreckigen Fingern entfernen. Weil im Zuschauerpaket von der Bo, da ist keine Pinzette drin. Deswegen muss ich das mit meinen dreckigen, verschmierten Fingern hier entfernen. Jawohl. Hier ist die Zecke. Oh, scheiße, es fängt schon wieder an zu regnen. Seht ihr das? Beziehungsweise hört ihr das? Die ganzen Regentropfen, die fangen an, hier runter zu tropfen. Das ist voll scheiße. Ich muss mich schon wieder verstecken. Unter meinen Shelter. Den ich richtig beschissen aufgebaut habe. Genau hier. Der sieht scheiße aus. Ich muss mich schon wieder hier drunter verstecken. Genau hier. Das ist voll nervig. Der Regen muss weg. Es regnet schon wieder so richtig in Strömen.
Oh mein Gott, warum muss es jetzt schon wieder regnen? Ja, dieses Wetter habe ich jetzt überhaupt nicht gehofft. Das ist jetzt noch in den letzten Stunden so passiert hier. Mit so strömenden Regen. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis dieser Regen weggeht. Aber dieser Regen, der nervt so richtig. Ich kann das hier kaum halten mit diesem scheiß Wasser hier. Das ist voll scheiße. Oh, Junge, Junge, Junge. Es wird immer stärker, ey. Ich hab hier keinen richtigen Schutz. Warum muss das jetzt in Strömen regnen? Das ist voll scheiße. Es ist ein ganz schlechtes Wetter. Der Regen muss weg. Guckt euch mal an, wie das hier geht die ganze Zeit auf meine Sachen hier drauf tropft. Er hat hier keinen richtigen Schutz. Das ist viel zu wenig Fläche. Also beziehungsweise man hat hier schon Schutz, aber viel zu wenig. Es tropft hier die ganze Zeit hier drauf. Das ist voll scheiße. Ich hoffe, dass der Regen bald aufhört. Weil er geht bestimmt schon 10 Minuten oder so. Das ist voll scheiße. Guckt euch mal an, wie das hier rumtropft. Das ist voll scheiße. Tropft hier überall. So, der Regen hat langsam abgeklungen. Und wisst ihr, was beschissen ist? Ich habe noch so wenig Wasser. Und ich habe vollkommen vergessen gehabt, das hier mit Regenwasser zu füllen. Das war letzter Rest Wasser für die 24 Stunden. Ich glaube, im Rucksack verplombt habe ich noch ein bisschen Wasser da. Aber genau, bevor mein Wecker klingelt, habe ich nur diesen Rest Wasser. Und ich habe keine Ahnung, wie spät wir es haben. Aber ich schätze mal, dass es gar nicht mal so lange dauern wird, bis die 24 Stunden durch sind. Also ich glaube schon, so 1, 2, vielleicht 3 Stunden muss ich noch hier sein und dann klingelt der Wecker. Genau. Genauso schätze ich das ein. Und so lange muss ich mit dieses bisschen Wasser hier auskommen. Das ist zu wenig. Achso, zu diesem Mückenschutzteil, ich merke auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Es hält zwar nicht zu 100% alle Mücken fern, aber ich habe deutlich viel, viel weniger Mückenstiche gehabt, als wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Meter davon entfernt bin. Genau, da habe ich definitiv viel, viel mehr Mücken gehabt. Also mit dem Ding ist das auf jeden Fall viel, viel angenehmer. Und diese Campingleuchte, das hat ja mehrere Stufen. Genau, das habe ich die ganze Nacht lang angehabt und das ist bis auf einen Balken runter. Also das hält die ganze Nacht. Genau, das wollte ich mitgeteilt haben. So, der Regen ist weg. Endlich, endlich regnet es nicht mehr. Das finde ich richtig gut. Der Regen hat gestört. Und ich sitze jetzt die letzte Zeit ab, bis der Wecker klingelt, damit ich die 24 Stunden rum sind. Und das Abwarten der Zeit ist so richtig lästig. Und ich habe so richtig Bock auf Döner. Aber so richtig, ich habe richtig Bock auf Döner. Ich hab Bock auf Döner, weil ich hab Bock auf Döner, genau. Und weil ich Bock auf Döner habe, werde ich mich darauf freuen, wenn ich später einen Döner esse. Weil ich hab Bock auf Döner. So, wir kommen jetzt zur Frage aller Fragen. Bin ich bei 5 gegen Willi Staffel 2 dabei? Ich mache es kurz und schmerzlos für die Leute, die es noch nicht wissen. Jap, ich wurde dazu eingeladen, bei 5 gegen Willi Staffel 2 mitzumachen. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich und ich fühle mich sehr geehrt. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Teilnahme und wie es sein wird. Wird bestimmt gut werden. Ich werde auf jeden Fall sehr gespannt sein. Und wie gesagt, unten in der Beschreibung ist Staffel 1 verlinkt. Also schaut auf jeden Fall rein. So Leute, ich schaue mir die ganze Zeit diese Sonne an und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es bestimmt so 17, 18 Uhr haben könnten. Und das hat immer noch nicht geklingelt, mein Wecker. Und mein letzter Bus, der fährt um 19 Uhr und ich darf den auf gar keinen Fall verpassen, sonst muss ich hier noch eine weitere Nacht verbringen, ohne Wasser, ohne Essen, ohne gar nichts. Hier gibt es noch nicht mal einen trinkbaren Fluss, ich würde hier verdursten. Bin ich zu dem Entschluss gekommen, die Plombe jetzt schon zu öffnen, weil nicht, dass der Handy deswegen nicht geklingelt hat, weil der Handyakku alle ist oder alles auf stumm geschaltet war. Oder sowas. Oder Softwarefehler oder so. Keine Ahnung. Und genau diese Sorge habe ich gerade und deswegen will ich jetzt die Plombe öffnen. Ach was. Eine einzige Minute. Ey, das war jetzt komplett Zufall. Das war richtig Zufall. Ich hatte gerade total Angst gehabt. Warte. 3, 2, 1. Na komm, mach mal 17 Uhr hier. Los jetzt. Also mit diesem Zufall hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Jawohl, jetzt klingelt der Wecker.
Ich habe eine Minute zu früh geöffnet. Das heißt, ich habe die Challenge doch nicht geschafft. Ich habe die Challenge verbockt. Ich habe es richtig vergeigt. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber egal, wir haben jetzt 17 Uhr. Ich werde jetzt die Sachen packen, alles aufräumen und dann nach Hause fahren und einen Döner genießen. Ich grüße Uber Cola. Ich grüße nochmal Uber Cola. Ich grüße Jenaya. Ich grüße Albert Bundenbräuch. Ich grüße Ralf Schmergel. Hier geht es zu meinem 7 vs. Wild 7 Tage Selbstversuch, den ich komplett ohne Ausrüstungsgegenstände durchgeführt habe. Schaut euch dieses Video unbedingt an und genießt die Spielfilmlänge.